Ja, liebe Leute, heute ist Samstag. Das heißt, es ist wieder Zeit für die Formel 1 zum vorletzten Mal in dieser Saison. Heißt es. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Zum vorletzten Mal überhaupt, heißt es. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2018. Ja, heute steht das Qualifikationstraining an zum großen Preis von Abu Dhabi. Da, wie gesagt, das allerletzte Qualifikationstraining. Wir wollen natürlich die Grundlage schaffen für eine kleine Party morgen im Hause Red Bull, nämlich für den Gewinn der Konstrukteurs-WM. Die Fahrer-WM sind wir schon, haben wir schon seit Japan in der Tasche, aber die Konstrukteurs-WM ist noch so halbwegs spannend. Das sind 23 Punkte, die wir Vorsprung haben, noch auf das Ferrari-Team. Aber natürlich müssen wir heute uns noch ein bisschen schrecken, heute mit noch mal ein bisschen arbeiten, um halt wie gesagt morgen groß feiern zu können und schauen, wie das Rennen läuft auf jeden Fall. Gut, gehen wir rein. Ja, gehen wir rein ins Qualifikationstraining. Auf geht's. Wir sind hier am wunderschönen Yas Marina Circuit, wo gleich das Qualifying anfängt. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie das Ambiente und die Show. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Gut, dann gehen wir rein. Das Auto ist soweit fertig. Moment, ich kann ja noch mal kurz eben beim Setup gucken, dass das wirklich auch funktioniert. Abu Dhabi, dadurch, dass ja komplett trocken wird, das Rennen. Können wir natürlich auch auf ein trockenes Setup gehen. Danach werden wir, wie gesagt, platonisch zum Williams-Team wechseln. Morgen nach dem Rennen. Das war gut. Also, wie gesagt, haben wir in 2019 definitiv mit dem neuen, alten Williams-Team an. Und versuchen es von ganz nach unten. Make Williams great again ist unser Ziel. Aber jetzt, wie gesagt, heute erstmal volle Konzentration aus. 20 Minuten Qualifikationstraining mit dem Red Bull. Nach 18 Minuten, ich kenne sie an, waren. Gucken wir mal. Es gilt 23 WM-Punkte Vorsprung hier heute zu verteidigen. Gegenüber Ferrari. So, hier habe ich mal einen 8. Platz weggeschmissen in Abu Dhabi. Ja, und das war schon das Ende für uns. Genau das meine ich. Ein bisschen konzentrieren. In der Liga habe ich ja einen 8. Platz weggeschmissen an dieser Stelle. Bin ich ein bisschen drin gekommen. Dann leider nur 10. geworden. Wie gesagt, in Deutschland, dass der 8. Platz ja witzig war, noch nicht offiziell. Ich werde. Habe gesagt, ich werde freiwillig verzichten auf den 8. Platz gegenüber dem Holger, der hinter mir gefahren ist. Weil er ohne die Überrundung mich wahrscheinlich gesnackt hätte. Deswegen hätte ich gesagt, okay, nimm nur den 8. Platz, du hast ihn dir verdient, du hättest ihn bekommen, du hast den Leuten Platz gemacht. Ich habe es nicht getan, deswegen werde ich halt dieser Fairplay-Weiser sagen, ich nehme Platz 9 zumindest. Und das sollte auch dann in Ordnung sein. Ob das hätte ich so entschieden wird, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann freue ich mich natürlich über 4 Punkte, über den 8. Platz. Wenn ja, dann ist es auch die absolut richtige Entscheidung in meinen Augen. Aber wie gesagt, ja, die endgültige Entscheidung steht noch aus. So. Jetzt erstmal, wie gesagt, komplett auf die neue Saison konzentrieren. Ja, wie es bei mir nächste Saison in der Sonntagsliga weitergeht, weiß ich noch nicht. Da muss ich auch mal gucken. Ich würde natürlich gerne weiterfahren, aber muss auch natürlich meine eigene Zukunft ein bisschen überdenken. Und ich habe mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, werde sie aber demnächst auch erst mitteilen.
Also wieder seid noch ein bisschen gespannt, wie es dann so bei mir mit haben, wie es bei mir auch weitergeht. So, Platz 3 ist natürlich die hinter Bottas und Charles Leclerc. Also, Esteban Ocon jetzt mit der Bestzeit. Deswegen nur Platz 4. Das würde natürlich momentan natürlich gar nicht reichen. Also müssen wir natürlich nochmal einen Satz setzen oder einen Zug machen. Und Max mit einer 37,807 vor, aber die Zeit werden wir gleich nochmal versuchen zu setzen. So, vor uns ist es ein Mercedes 5er momentan. 6er nur, Alonso jetzt auch dazwischen. Das ist Lewis Hamilton. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Natürlich die Runde definitiv kaputt. Das heißt, wir müssen nochmal wahrscheinlich in die Box einen neuen Frontflügel holen, neue Reifen setzen. Ja, momentan ist es irgendwie gerade nicht. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. So, wir gehen jetzt in die Box. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Satz jetzt neuen Satzreifen brauchen. Diese Boxeneinfahrt ist auch nicht ganz so, ne? Wieder das Auto in die Box stellen. Wie gesagt, wir müssen nochmal einen Satzreifen holen. Natürlich wieder drauf. Aber die Reifen werden runterkommen. Our best lap so far is a 1 minute 38.5. Also, da müssen wir nochmal rein, auf jeden Fall mit den Runden. Sechster momentan. Aber da Verstappen vorne liegt, wäre es auch herzlich egal. Da vor uns kein Ferrari liegen würde. Aktuell. Die hängen momentan nämlich nur auf 14 und 15. Also, wie gesagt, Stand jetzt würde es locker reichen, um den WM-Titel klar zu machen. Da Ferrari keine Punkte holen. Wie gesagt, wenn beide Autos keine Punkte holen, geht die Feier zu uns. So. Nochmal einen neuen Satz setzen. Oder nochmal. Zeit setzen, so rum ist es richtig. Wir wollen noch mal dahin. Platz 11 momentan auch nur. Das ist natürlich alles andere als top und ideal. Also da können wir noch mal, müssen wir es noch mal strecken. So, probieren wir es mal, aber es hinkriegen. Natürlich wäre hier schön, nochmal einen Sieg zum Abschluss zu holen. Weil es in der nächsten Saison wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, bis wir da was holen. Aber mit den Williams wird das ein bisschen schwierig werden, aber gucken wir mal. So, anbremsen hier nach der langen Geraden.
So, ja, hier ist die beste Zeit weg. Jetzt sind wir auf Kurs 1,37,5. Ob das für ganz vorne reichen wird, wissen wir natürlich noch nicht. Vielleicht kriege ich halt 36 hin. Ja, das ist gut, denn. Das wird nicht reichen für vorne. Platz 6, das ist natürlich absolut alles andere als gut. Reicht nicht für die Spitze, für den Red Bull. So, mal gucken, was jetzt gleich der zweite Sektor sagt. Es passt nicht, es passt nicht. Passt hinten und vorne nicht, liebe Leute. Da hat es doch irgendwie nur noch mal gepasst am Ende. Irgendwie wurde die Zeit noch mal. Irgendwie wurde diese Zeit noch mal. Wenn minimal, aber sie ist auch aus dem vierten Versuch entstanden. Also so far our fastest lap is a 1:36.7. Die war wichtig, weil wir hinter den Ferrari, also somit vor den Ferrari noch stehen. Und somit stehen wir noch vor dem Ferrari-Stand jetzt. Sekunden. Nein.
Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, Richter und Kimi Räikkönen. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. So, gut, dann haben wir das soweit auch. Ja, da müssen wir morgen noch mal ein bisschen arbeiten, wenn wir wirklich das Ding hier holen wollen. Wenn Ferrari das Ding als Doppelsieg fertig machen und wir zumindest, wenn wir Dritter werden, holt Verstappen keine weiteren Punkte, war's das. Dann war's das, liebe Leute. Also, das muss auf jeden Fall nochmal noch ein Stück Arbeit sein. Wir haben die beiden Ferrari um uns herum. So. Ja, schaffen wir das oder nicht? Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Was für Gridstrafen? Hä? Ich glaube, wir haben noch keine bekommen. Gut, dann würde ich sagen, wir trotzdem mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, ob wir, ja, egal wo wir starten, heute, morgen das Ding zugemacht bekommen. Bis dann und tschüss.